Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush Modific 89 zurück bei Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Oh, Moment. Kann man da wieder extra Leben rausfarmen, wenn man das öfters in Webler angreift? Naja, anscheinend nicht. Na gut, machen wir jetzt weiter mit Cold Heart Crash. Ja, ein weiterer Eislevel. Wuhu. Ja, der letzte Level hat auch wieder ganz schön geschlaucht. Aber haben wir es dann doch am Ende noch geschafft. Und jetzt gehen wir richtig ab. Jetzt wollen wir gucken, dass wir den Level hier durchschaffen. Ohne Probleme. Wow. Das fängt ja wieder gut an. 155. Also wenn es da kein Secret sag schon kein Secret was jetzt kein Secret Path gibt, dann sie auch nicht, also dass ich da wirklich ohne zu sterben durchkommen muss. So. Verschwindet. Naja, wir werden sehen, was da noch kommen wird. Wow. Oh nee! Ja, okay, das habe ich schon mal verkackt. Und zu sterben hier durchzukommen. Diesen blöden Eis, ey. Och nö, ja. Ach Mensch, ey. So, haben wir jetzt diese Kisten. Jetzt bitte kommen wir hier durch ohne. Da rund, ohne dich runterzufallen. So geht das. Wahrscheinlich habe ich es jetzt wieder verkackt. Für die 100%. Sprich, ich hätte wahrscheinlich ohne Lebensverlust hier durchkommen müssen. Ja, ist das fair, ne? Das ist ja voll fair. Na, mach mal auf hier. Alter, ja, ist klar. Aber da muss man wirklich sehr knapp davor sein. Boah. Oh, nee. Nee, oder? Komm schon. Oh, ruck. Na, bitte. Nee. Ach Mann. Das gibt's aber nicht. Boah, das war's aber ein Bug. Das hätte mich eigentlich treffen müssen. Alter. Okay, die sind mal nicht in die Kiste geführt. So. Genau das wollte ich doch haben jetzt. Aktuell. Und jetzt ab in den Bonusbereich. 31 Kisten, ne? Oh shit. So, ich hoffe, die Kettenreaktion wird es mit alle erwischen. Na, komm. Hoch da. Oh nein!
Oh shit. Nicht auf die TNT-Kiste geachtet. Der Turm ist hoffentlich nichts. So. Na. So, jetzt komm. Durchkommen, ohne dass was passiert. Boah, die Explosion hat ganz schön weit gereicht. Ja, schon, Coco wird jetzt davor getroffen werden. So. Jetzt sind wir 31 Kisten. So, oh Mann. Oh. Blöder Esszapfen, ey. Oh nö. Jetzt haben wir auch der Igel schon wieder. Ja, beruhigt er sich mal hier. Also. So, weil das kann ich jetzt gerade brauchen. Genauso wie das hier. So, und schön drauf. Check the point. So, aufpassen hier. Sammeln wir mal alles ein hier. Oh nö, Eis. Okay, passt schon. Okay, ganz ruhig und schön aufpassen. Toll, der wirbelt dabei und es passiert nichts. Ja, toll, dass ich da weiterrutsche. Damit habe ich jetzt gar nicht geredet, dass das auch nur passieren muss. Oh nö. Bleib mir für den Leibe. Verschwinde, ey. Ich bin schon eigentlich ziemlich fleißig beim Kistensammeln dabei. Check the point. Okay, sind gleich zwei von den Kisten hier. Das sind so viele von denen. Bringt das alles? Schon diese Kisten hier vor mir. Oh nö, schon wieder Nitro. Ja, da darf sie berühren, aber ihm passiert dabei nichts. Oh fuck. Ich hätte drauf bringen müssen. Nein. Schnell bevor. Oh Mann, das war knapp. Ach so, ja. Das sind für all die vier Kisten hier gedacht. So, hat das gemacht. Na toll. Noch! Na, bist du... Ja, so sollte ich es eigentlich machen. So schaffe ich mir das ärgste Hindernis vom Hals. Ist nur wegen Wumpa-Früchte hier drin? Und
anscheinend. Oh, da sehe ich was. Ja, nee, ist klar. Okay, das wird hoffentlich mit den Nitro-Kisten in die Luft gejagt, also lasse ich das mal. Na toll. Wird er mit in Luft gejagt? Das ist so nah genug dran. Hoffentlich. Oh shit. Ja, lass das extra Leben auskommen. Es ist nicht wert. Ium. Also am Ende müsste ich doch da auch die Juwelen zusammenbekommen. Wow. Herr Schwede. Oh, der Crystal. So, hörst du auf? Dankeschön. Oh! Oh, genau. Das hat mir jetzt gerade Angst gemacht. Zum Glück hat mich die Explosion noch nicht erfasst. Ja, ja, du. Hast du ja wohl so gedacht, ne? Okay, passt. Okay. Noch 20 übrig. Oh ne. Ach ne. Der Spacko schon wieder. Oh ja. Perfekt. Nein. Nicht perfekt. Nein. Oh. Alter Schwede. Coco hat's ja nicht einfach. Na. Was ist los? Komm. Wo ist der doch? Mein Gott, Mädel. Wo? Shit, ey. Und wir haben mit 4:15 leider und da ist es schon das Ende. Wo? Alter. Ach Mist, ey. Da war wieder irgendwo ein Geheimweg, den ich irgendwie nicht gefunden habe. Na, sorry, bin an die Kamera gekommen. Oh, da meldet sich wieder Cortex. Flash, ich hab nicht viel Zeit. Cortex hat die neue Raumstation fast fertig. Ja. Warum sagst du eigentlich nicht den Plan? Also, sagst du von vornherein, was los ist, ne? Dann wäre es ja viel zu einfach, ne? Ja, sorry, technisch ist es einfach kacke. Aber wenigstens das Gameplay an sich ist geil. Ruination. Oh, Ruinen schon wieder. Oh. Aber da gibt's doch vielleicht einen Geheimweg, wo man auf einen dieser feuerspeienden Statuen drauf muss, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da war was. Oh Gott, so. So, jetzt bloß aufpassen. Was? Was hat mich da jetzt getroffen? Was hat mich da bitte schön erwischt? Oh ne, eine Nitro-Kiste da? Ihr seid ja lustig.
echt so aus, als könnten mich auch Blitze treffen. Jetzt kann ich hier rumrennen. Und schon ist er down. Zu gering. Ja, komplett 3D ist für mich doch ein bisschen problematisch. Was das angeht. Oh Mann. Viel zu nahe dran an dieser verflixten Nitro-Kiste. Wow. So, lasse ich den mal rum. Sausen? Nee. Nein. So gnädig bin ich nicht. Oh shit, warum... Ach Mann. Jetzt come on, bitte. So, dann erledigen wir das schnell hier. Ich will noch mehr Zeit damit verplempern. Sorry. Oh, Alter. So, endlich habe ich es mal zum ersten Checkpoint geschafft. Boah. Oh ne, der Affe. Wir haben ihn schon gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ah! Ja, Mann! Ey, das ist doch... Fuck, ey. Ne. Springen! So. Hau ruck. Hau ruck. Oh Mann. Das dürfte sich wieder zu einem Problem erweisen. So. Ah, danke schön. Immerhin etwas. Oh. Och nö. Noch mehr Nitro. Man muss ja sein, weil sonst kippt man. Wow. Und ich hab's gesehen. Das ist einfach Flucht, blöde. Affe! Guck mal, einer da! Dafür habe ich das Juwel benötigt. Was fällt denn da ab? Abgelassen. Ein ungeschliffener Diamant. Boah, wer schmeißt denn da? Oh. Alter Schwede. Ganz schön dicker Gorilla hier. So. Da ist der nächste. Oh nö! Jetzt spring ich auch noch drüber. Game over. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt reicht's mal langsam. Scheiß blöde Kamera. So. Nein! Ich traue mich jedes Mal manchmal nicht so. Lass ich mir immer nur ganz kurz los. Also kurz vorher mal los. Weiß auch nicht, dass ich, warum ich da so
feige bin. Das Ruinenlevel ist ja wirklich teuflisch hier. Lass ich die beiden jetzt mal hier leben. Wow. Wow. Alter. Dass das noch irgendwie gezählt hat, hat mich total überrascht. So, Akku. Jetzt ist Zeit, dass du mir ein bisschen aushilfst hier. Wow. Komm her. Bam. So, jetzt aber. Wird ich aber durch den geheimen Pfad ja ohne Schaden durchkommen. Verschwinde! Okay. Aua! Nein! Nein! Da vorne, ich wollte den verdammten Gretsprung einsetzen. Scheiße. Also in 2D ist da wirklich Crash einfacher. Da kann man besser die Sprünge abschätzen, weil in 3D ist es halt heftig. Ich könnte es drüber schaffen. Was, das hat mir noch Mann, dieses kleine Fünkchen. Ihr könnt mich mal. Toll, wieder nur Leben. Das heißt, wieder ein weiteres Game Over steht bevor. Weil ich diesen Scheiß nicht hinkriegen kann. Game Over. Ja, das treibt mich richtig in Ruin hier. Verdammter scheiß Level. Und tschüss. Hat es einen Affen erwischt? Oder warum kommt er nicht mehr? Anscheinend hat es ihn erwischt. Das finde ich gut. Oh. Noch mehr? So. Und bitte jetzt. Muss ich es endlich mal da durchschaffen? Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Ach nö. Na, boah, wie schnell kommt das denn an Grip raus? Scheiße.
fix und zugenäht. Boah! Oh. Ich konnte nicht abstoppen. Ja, danke schön, dass das Spiel auch mal wieder gnädigt hat und mir Akku gibt. Ach je. Ja, nee. Jetzt ab. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wieso komme ich da an diesen scheiß Gorilla nicht vorbei? An den einen. Nein! Offscreen! Der Edelstein ist unser. Na also. So, und jetzt bloß nur noch bis zum Ende kommen. Mehr ist nicht verdammt. Oh, und wir starten gleich beim Kristall. Na, also starten gleich beim Kristall wieder. Na, das ist mein Service. Ich glaube, ich gehe jetzt nicht mehr zurück, um die Kisten zu sammeln. Oder soll ich das versuchen? Ich meine, die Plattform. Diese Tränende schaut mich genau dorthin für uns wohnen. Alter Schwede! Das ist sehr schlecht einzuschätzen hier. Ach nö, muss ich den Bereich auch schon wieder von. Scheiße! Bin ich so aus dem Konzept, dass ich mich da billig treffen lassen. Eigentlich ist dem eh wirklich leicht auszuweichen. Ich habe da schon das Prinzip rausgefunden. Bei einer Plattform stehen bleiben. Und ja, den Hechtsprung einsetzen. Ne? Ich würde es gefehlt hätte. Warum bist du nicht gesprungen, Mädel? Na klasse. Okay, ich versuche das nochmal aufs Screen hier durchzumachen. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube. Es ist besser, wenn ich den Bereich versuche, jetzt normal abzuschließen. Oh Gott, wie soll man denn da? Okay, einfach nur drauf landen. Ja, okay, passt schon. Die Maske, gibt es nämlich keine Kiste? Tja, ich sollte mich nicht darüber beschweren. Soll mich lieber darüber freuen. Geschenken Gaul und so, ihr wisst es ja. So, was soll's. Jetzt haben wir jetzt nicht alle Kisten, aber das machen wir ein andermal. Fürs Erste haben wir das Geheimjuwel, das wir auf jeden Fall kriegen können.
So, und das war's jetzt von diesem Part. Im nächsten Part werden wir das irgendwann mal, also, nein, ich würde sagen, wir holen das dann irgendwann am Ende des Let's Plays nach. Und ja, wem es gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen da zu lassen. Dann sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat dann wieder mit dabei. Also, es hat Geschmack, klickt wieder rein. Oh ja, Crash 45 geht hinein. Bis nächsten Mal für Let's Play. Crash Bandicoot and Saints Row. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know